Safety Car ist scheiße, du hast scheiße gebaut, das ist. Irgendwas musste passieren, habe ich ja gesagt. Die Strecke war plötzlich so rutschig. Ja, ich hab's ja noch gesagt, weil ich bin auch fast weggerutscht. Aber ich hab mein Auto gefangen, weil ich's gemerkt habe. Ich hab mich zweimal halt. Ich hab mich halt einmal gedreht, das war noch nicht so schlimm, aber da hatte ich halt dann Rasen dran und dann hab ich mich direkt nochmal gedreht. Und ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber auf jeden Fall bin ich. Ja, das sind die behindert. Auf jeden Fall ist mein Frontflügel kaputt gegangen, weil ich irgendwie in die Bande wirklich nur Milli. Also, ich bin richtig lächerlich in die Bande gerutscht. Und angeblich noch dazu mit Vettel kollidiert, was gar nicht sein kann, meiner Meinung nach. Aber vielleicht ist der mir aufgefahren oder so, weil ich halt gerutscht bin. Ich kann ich ja nichts dafür. Ich kann mich ja nicht wegteleportieren. Habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass ich mich mit dem berührt habe. Aber jetzt bin ich Neunter. Und naja, ich hatte halt, muss halt 5 Sekunden stehen, meinen Flügel wechseln und ja, Reifen wechseln. 5 Sekunden Stop-and-Go hast du schon gemacht? Okay, ja. Dann hast du die wenigstens nicht mehr. Ja, es ist ja okay, weil Safety Car ist, wenn du die jetzt einholst, dann bist du ja gleich wieder hier. Heiß Regen. Du kannst die dann wieder überholen. Ich find's aber okay, dass es Safety Car jetzt im Regen da ist. Ich hoffe, das bleibt das noch stimmt. Ein bisschen, weil ja. Dann kann ich auf safe fahren. Weil sonst ist es halt echt immer, man weiß nie, was passiert. Im Regen ist alles möglich. Und wenn es jetzt im Regen 2-3 Runden, wenn der Regen nur noch 10 Minuten geht. Aber immerhin haben wir gewartet und nicht irgendwie auf Lila nochmal rausgefahren, Boxenstopp und auf Lila. Boah, das nee, ich hätte schon, gewesen. Als du gesagt hast, ich überleg's mir. Was will denn der jetzt? Als du gesagt hast, ich überleg's mir in der nächsten Runde, da hatte ich schon auf Intermediates gestellt und war mir nicht sicher, fahr ich nicht. Und bin dann auch erst nochmal eine Runde gefahren. Ja, war ja nicht schlecht, aber. Hey, wäre ich eine Runde früher, wäre es auch okay. Ja, für mich wäre eine Runde früher überlebenswichtig gewesen. Ja, stimmt. Also, ich kann es jetzt immer noch schaffen, Platz 2, ja, aber. Klar, kannst du. Wie gesagt, wenn ihr jetzt hier rankommt, dann Safety Car, dann sowieso. Weil dann sind ja alle hintereinander und du bist Neunter und du bist gut und kriegst du die. Ich bin sogar Achter. Achso, ja, Vettel war hinter mir. Der hatte noch Lila. Der hat natürlich jetzt richtig hart verkackt. LOL, Vettel ist 20. Ja, natürlich, der hatte Lila, der war in der Box. Und ist gerade richtig langsam. Vettel ist, glaube ich, mehr oder weniger raus. Weil ich habe ihn gerade überholt. Und ich durfte sogar überholen. Crazy. Er sagt mir, wir müssen auf Intermediates bleiben. Ach was. Nee, wechsel erstmal nochmal. Ja, klar. Richtig gut. Safe. Ich hab nur Angst, dass mich gleich jemand wegrammt. Also das bedeutet... Stimmt, davon muss man ja Angst haben, das vergessen. Also ich bin Erster hinterm Safety Car. Hinter mir Raikön, Hamilton. Hinter Hamilton wahrscheinlich Bottas, ich kann es nicht erkennen. Und ihr kommt ja. Jetzt langsam alle. Also langsam sind alle wirklich hinterm Safety Car. Ja, ne, ihr seid jetzt alle hintereinander, oder? Okay. Ja. Dann ist das wenigstens schon mal ganz cool. Wenn das Safety Car noch eine Runde bleibt, wäre es auch okay, ganz okay. Bottas ist hinter Hamilton. Ja, Hamilton ist Dritter, also er muss hinter ihm irgendwo sein. Vierter oder Fünfter, keine Ahnung. Vierter direkt, ne? Ich glaube, er ist direkt, ja. Ah, Leidl. Was ist denn das jetzt? Was machen wir jetzt da? Fährt das Safety Car noch eine Runde, Sainz, da hätte ich nichts gegen. Magnussen und Perez sind vor mir. Und dann kommen die Mercedes. Und Raikön noch dazwischen. Das ist natürlich nicht so klar. LOL. Ist klar. Perez fährt sich bei Magnus in den Frontflügel ab. Was ist denn jetzt wieder? Die Autos bleiben stehen, weil einer vor denen einen Unfall gebaut haben. Und ich fahre auch drauf. Hab einen gelben Frontflügel und eine 5 Sekunden Stop and Go bekommen. Schon wieder. Die bleiben stehen. Die bleiben. Was ist denn bei dir jetzt, Alter? Jetzt.
bin jetzt sechster Platz. Ja, die sind zweimal hintereinander, sind die den einfach draufgefahren und einfach stehen geblieben. Die haben einfach die Bots sind gebaut, so dumm, Alter. Zweimal hintereinander. Aber kein Mercedes oder Ferrari, ne? Ferrari, nicht Mercedes. Ne, ne, nur so los oh, wie Magnus und Perez. Boah, ich werde im Safety Car fast draufgefahren. Der war auch genau. Jetzt habe ich einen gelben Frontflügel auf beiden Seiten. Da. Hallo, Safety Car. Unten ist Stop and Go Star für 5 Sekunden. Und die muss ich ja wieder innerhalb von ein paar Runden antreten. Nee, die kann oder? Ja hinten. Stop and Go kann ja hinten dran gehängt werden. Ach, stimmt, Durchfahrtsstrafe war das, ne, die man antreten musste. Genau. Er sagt mir gerade, ich soll darauf achten, dass ich meine Reifen nicht abfahre. Alter. Ja, bei Team Boss. Junge, danke für die Motivation. Das hat er in Japan auch schon gesagt, Alter. Der mag mich anscheinend. Sowas motiviert mich unglaublich. Alter, bleiben die da einfach zweimal hintereinander stehen. Wie so ein richtiger Break-Test, ey, ohne Witz. Ich break-teste gleich Raikön, wenn er mich noch ein bisschen nervt. Mach das. Würde ich mich freuen. Der überholt mich einfach wieder. Das darf er ja. Die Bots dürfen ja überholen. Okay, der fährt. Oh, Safety Car kommt rein. Der fährt. Ey, wehe, der lässt jetzt in der Kurve los. Ey, das dauert noch ultra lang, bis der. Junge, wo Vettel einfach ist. What the fuck? Junge, er fährt einfach nicht mehr 150. Marsch da los. Ich bin gerade Vollgas, ne? Wenn der gleich loslässt, dann rutsch ich safe so weg. Ist eigentlich voll dumm. Okay, viel Glück dir, dass du die überholst und richtig Spaß hast. Oh, da liegen die ganzen Teile wahrscheinlich von euch. Ja, meine auch, ja. Okay. Geht wieder weiter. So, jetzt können wir eigentlich Hotlap und Fett fahren, weil man verbraucht davon eh nicht viel im Regen. Und ich habe mir gerade ja ordentlich eingespart. So, also fünfter bin ich schon. Jetzt kommen noch Mercedes und Ferrari. Ich bin ja immer gespannt, wir haben einfach den 30 Sekunden Abstand verloren, Alter. So nervig. So ein Scheiß. Oh mein Gott, ist das behindert dadurch, hier durchzufahren jetzt. Ja, ich habe ja einen kaputten Frontflügel. Ja, bei mir ist es aber auch nicht viel besser. Oh, Mercedes, macht euch kaputt. Ja, ja, ja. Er gibt mir eine alternative Strategie. Oh, mir auch. What the fuck? Er will auf Gelb wechseln. Aktuelle behalten. Okay, geht in Ordnung. Aktuelle behalten. Ah! Bottas! Okay, alles klar. Was? Bottas hatte mich einfach weggerammt, jetzt bin ich wieder Sechster. Jetzt bin ich Sechster. Was ist denn bei dir gerade? Ich habe ihn überholt. Und er hat mich ja, Bottas aber auch irgendwie ein Problem? Jetzt bin ich Achter. Nee, nee, Bottas hat ja, kein nice. Problem. Das ist einfach weitergefahren. So unfair immer, Alter. Ich hab den ganz normal überholt. Ich hab mich halt. Die waren halt ultra nah beieinander, die beiden Mercedes. Ich hab mich halt dazwischen gequetscht, aber ich hab ihn nicht berührt. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS Alter. Zum Glück ist da jetzt nicht noch was kaputt gegangen. Solche Wichser. Ey. Warum will der Spasti, dass ich jetzt an die Box gehe, Alter? Wir wählen jetzt an die Box. Die gehen an die Box. Leute gehen an die Box. Ich fahre ja, aber auch weiter. Ey, kann man nicht auch auf Rot durchfahren? Muss ich jetzt ernsthaft auf Gelb wechseln? Weiß ich nicht. Es ist ja noch nicht mal DRS aktiviert. Sind die behindert? Bin. Okay, Raikön hat auf Gelb. Die wechseln alle auf Gelb gerade. Hey, du bist wieder Zweiter. Ja. Aber nur ganz kurz. Jetzt mal ohne Spaß. Kann man auf Rot durchfahren? Das schlägt mir schon wieder eine Strategie. Ja, auf Rot. Mach ich. Hallo. Okay, perfekt. Mach ich das hat er auch. Vorgeschlagen. Hat er dir nicht? Doch, er steckt sie mir auch gerade vor. Rot, ne? Nur rot, einmal rot oder ja. Will er mehrmals rot? Ja, ja, ja.
Das habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Nur einmal rot, ne? Okay. Ja. Ja, dann sind wir ja besser als die Opfer. Ja, besser ist relativ. Und Flügelwechsel wieder. Ja, okay, bei und dir. Du musst wahrscheinlich ein bisschen warten. Und 5 Sekunden Stop and Go. Also. Du musst auf mich wahrscheinlich ein bisschen warten. Das glaube ich noch nicht mehr. Also vor allem, weil ich 5 Sekunden müssen sie ja sowieso warten, also. Zählen die direkt da? Ob die dann direkt da zählen, wenn du hinter mir stehst, die 5 Sekunden. Ach so, das weiß ich nicht. Aber du müsstest ja schon längst weg sein. Nee, es geht ja mehr darum, dass die ihre Reifen vielleicht dann noch holen müssen oder so, weil. Nice. Das noch nicht da haben. Das machen die ja in den 5 Sekunden. Also ich bin ja weit hinter dir. Der ist aktiviert, Junge. Ist ja. Weg, ah, du bist gerade weg, da bin ich ein. Nice. Ich starte die Kamera einfach nochmal neu, dass sie bis zum Ende durchhält. Okay, Strafe, ja, ja. Strafe. Komm, bitte Erster bleiben, bitte Erster bleiben. Oh Gott. Okay, ich bin. Ja, war lange. Erster geblieben. Die haben die Strafe irgendwie mehr, also statt den 5 Sekunden haben die bei der Strafe eher 8 Sekunden draus gemacht oder 9. Okay. Alter, oh, das ist hart. Oh, Bottas ist auf Platz 11. Ah, der hatte doch Probleme dann irgendwie. Oder die mussten wegen Boxenstopp, weil beide Mercedes gefahren sind. Hat er da irgendwie Scheiße gebaut. Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Also wir haben die schnelleren Reifen, weil alle gelb haben, außer wir wahrscheinlich. Und ich bin immer noch Erster. Und ich bin 12. Aber das schaffst du auch noch. I believe in you. Oh shit. Aber es läuft ja eigentlich, wenn ich jetzt noch vorne wäre, dann würde es eigentlich gut nach Plan laufen, weil Vettel ganz hinten. Mhm. Und Bottas, also die beiden, die erst und zweiter sind, auch nur auf Platz 11, das heißt, er wird auch nicht ganz so viele Punkte bekommen. Klar, der arbeitet sich genauso wie ich auch noch vorne, aber läuft er eigentlich schon mal. Ja, Bottas wird schon so vorkommen. So wie es soll. Vettel. Ja, der wird Punkte bekommen. Aber weiß nicht, was der so macht. Vettel glaube ich nicht. Ja, nicht viele zumindest. Bottas könnte auf jeden Fall noch irgendwie Fünfter werden oder so. Hamilton ist gerade wieder Dritter geworden, das war seins bisher. Also. Wo ist Raikön? Raikön ist Platz 2, ne? Ja. In echt ist Raikön Platz 3, also in der Meisterschaft insgesamt. Ja, der ist natürlich auch hier am Start. Hamilton auch 2 Punkte nur hinter mir in der Rangliste. Ich hab Bottas überholt. Aber erstmal ein Break-Test machen. 23 Sekunden sind wir nur entfernt. Zu mir, oder was? Okay. Ja, das heißt, das Feld ist ziemlich dicht aneinander. Ja, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Also im Hinblick darauf, dass du kommst, ja, aber für mich ist das eine ziemlich gute Nachricht. Ja, aber wenn du jetzt an Bottas denkst oder so, naja. Das stimmt, das ist natürlich nicht so gut, aber ja, ist halt so. War schon, ne? Bottas kommt nicht so gut durch wie ich. Ich meine, du arbeitest dich ja sowieso noch weiter nach vorne. Du gewinnst mehr Abstand. Wie viel ist denn gerade dein Abstand überhaupt zu Raikön? Weiß ich gar nicht genau, kann ich dir gleich sagen. Wenn es wieder mal angezeigt wird. 5,3. 5,3 zu Raikön. Und ich glaube 13 zu Hamilton. Ja, 14. 14 zu Hamilton und 5,3 zu Raikön. Leute, Daumen drücken. Komm, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. Richtig geil. Hoffentlich schaffen das die Reifen. Jo, du musst halt unserem Power Attack. Du musst halt so fahren, wie du
immer fährst, dann sollte es eigentlich klappen. Ja, ich fahre, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte. Also ich fahre die Reifen eigentlich immer ganz schonend. Reifenschonend. Ja, ich auch. Ja, mit dir ist es auch nicht so schlimm. Bist ja ein bisschen schlechter da. Doppelüberholmanöver, okay. Mit dem Konter. Und im Gegenkonter erfolgreich überholt. Nice. Jetzt fahre ich auch wieder gut. Sehr schön. Das gefällt mir. Da halten sich alle schön in den SSC auf. Und mich zum Glück noch nicht. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Platz 6 und 5 sind unmittelbar vor mir. Oh scheiße, mein ERS. Oh, da vorne ist ein Überholmanöver. Das ist immer sehr gefährlich. Das ist tatsächlich gefährlich. Magnus in der Pisser, der mich mit kaputt gemacht hat. So, den habe ich schon mal kassiert. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste. War nicht so krass, aber Gas. Ich gebe auf jeden Fall Gas. Oh, wo ist denn Raikön hin? Raikön ist weg. Keine Ahnung, da hinter mir ist gelbe Flagge und Hamilton ist zweiter, Sainz dritter. Raikön weg und hinter mir gelbe Flagge gerade gewesen. Ich glaube, Raikön steht an der Seite. Du müsstest. Ja, ich sehe ihn. Raikön ist raus. Ganz raus. Er ist gerade an die Seite gefahren und stellt sein Fahrzeug gerade ab. Yes! Jawohl, Alter. So ist das geil. Ich bin übrigens Vierter. Nice. Ja, Sainz solltest du locker überholen. Hamilton kann man dann auch nochmal kriegen. Junge, dann holen ja beide Ferraris keine Punkte. Ist auch für die Konstrukteure mega krass. Oh ja. Und auch nur Hamilton ist Hamilton ist Zweiter, ne? Jetzt, ja. Oh, als ob wir können hier einen richtigen Jackpot mit dem. Ja, ja, du darfst es nicht wieder jinxen. Es kann wirklich was passieren. Der Jinx-Master. Ja, es kann wirklich passieren, dass hier irgendwas kaputt geht und dann weinen wir. Oh, mein Frontflügel ist gar nicht. Oh, da ist noch jemand raus. Auf der Map ist da noch ein Weißer. Das ist. Oh, ja, neben stimmt. Neben Raikön kommen. Hä? Das war, glaube ich, ich. Könnte sein. Ich hatte da Verwarnung, Kollision an der Stelle gerade. Dein Ernst. Okay, Raikön ist weg, der ist despawned. Nice. Junge, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt jetzt. Wer steht hier? Boah, wir haben einfach wirklich gesagt, wir brauchen. Magnussen, glaube ich, ist da raus. Der war ja, der bei dir war. Junge. Ja. Wir haben den Übeltäter gefunden. Das ist echt mega geil jetzt. Jetzt müssen wir nur noch die 8 Runden gut fahren. Erster, zweiter werden. Oh nice, du bist dritter. Fahrer vor mir. Zeit etwas Ladung zu verbrauchen. 7,2 Sekunden. Oh, ein lila Sektor. Aha. Jetzt gibt aber Gas. Und dann hat Red Bull hier eine richtig gute Taktik gefahren und ein richtig gutes Rennen, wenn wir die 8 Runden noch super zu Ende fahren. Und da haben wir dann wieder einiges geschafft. Ob das mit der Taktik so gut war? Ja. Oh, wobei, 13%. Hallo? Ja, ich meine, ja, das ist super gewesen, dass wir auf Rot sind, dass wir schnellere Reifen haben als die. Ich bin mir nicht sicher, ob das das war Premium. Bis jetzt ist es super, aber ob das später auch noch super ist. Noch. Oh, wieder ein lila Sektor. Runden, ne? So viel kann da, glaube ich, nicht mehr schief gehen mit den Reifen jetzt. Ich habe auf meinem schlimmsten 12. Ja, ich auch ungefähr. Ich glaube 13 habe ich auf meinem schlimmsten. Glaube ich, gesagt. Ja. Also, hallo. Ja. Das ist alles super.
Wir sind ja jetzt schon ein paar Runden draußen. Weiß nicht, wann haben wir denn gewechselt? Oh, nice. Boah, was? Ist ja fast eine Sekunde schneller als meine Beste. Alter, what the fuck? Bei mir war es 1,3 Sekunden besser als meine Beste. Meine Beste war 1,39,3. Das ist, glaube ich, 1,38,5. Oder so. Voll heftig. Komm, du bist an Hamiltons Arsch. Yes. Hol ihn dir. Ja, Ziel habe ich ihn, glaube ich. Hier nichts riskieren. Nicht, dass sie hier nochmal irgendwie was kaputt machen. Nicht. Oh, wobei, ich bin jetzt hier schon im Windschatten, aber ich habe keinen DRS. Nee, lass es lieber. Ich lass es. Steck lieber zurück. Du hast noch ein paar Runden. Bin ich ganz nah dran an seinem Popöchen. Oh ja, geil. Er will ins Popöchen, ne? Zeigen uns merkwürdige Daten an. Das muss dich nicht beunruhigen, es sind nur fehlerhafte Daten. Mach einfach weiter so, ich sage Bescheid, falls wir echte Probleme haben. Okay, ich habe ein fettes Problem jetzt. Warum? Was ist los? Er sagt mir, mein Auto hat Probleme, fehlerhafte Daten zeigt's an. Das ist doof. Das wäre jetzt komplett RIP. Wenn mein Auto auf einmal anfängt zu rauchen und ich raus muss. Komm, ich werde wohl 6 Runden noch durchhalten. Bitte. Aston Martin. Halt durch. Nice, du hast ihn. Hab ich jetzt erst gesehen. Sauber. Wir waren Mercedes. So schlecht. Mann, ey. Er sagt, ich soll mir keinen Kopf machen, er sagt mir Bescheid, wenn es schwierige Probleme sind oder größere Probleme. Eine Pedale irgendwie. Ah, wieder näher ranbekommen, okay. Aber ich mach mir gerade Sorgen, weil das wäre nämlich echt. Dann würde ich aufhören einfach. Hätte ich gar keinen Bock mehr. Ich würde einfach weinen, wenn mein Auto jetzt kaputt geht. Ich würde gerne fragen, wo Bottas ist. Das ist so dumm, dass man sowas nicht kann. Okay, einfach erster, zweiter bleiben, das Auto nicht kaputt gehen lassen. 5 Runden noch. Ja, das sollte mit den Reifen, glaube ich, hinhauen. Mit den Reifen, denke ich, haut das auch hin, aber wie gesagt. 21 hat mein Schlimmster. Sehr gut verteilt. Eieiei. Musst du nicht irgendwie 5 Sekunden Stop and Go wegfahren? Oder hast du die auch schon ab? Nein, die hatte ich ja schon, abgesessen, die habe ich abgesessen. Ja. Ich hab keine Strafen mehr. Das ist gut. Wieder so viel passiert und trotzdem das Endergebnis vielleicht. Warte mal auf der Map. 3, 4, 5, 6. Ich glaube, Bottas ist 7. Sag ja, so 5. könnte das schon werden. Das ist natürlich nicht geil, aber besser als wenn er irgendwie ganz oben ist. Ja. Barts, Alter. Wir fahren krass, beide. Wie viel Benzin hast du noch? Das heißt, plus 0,59.
du? Plus 1 fast. Ich glaube 07 oder 08. Warte. Oh, 06 jetzt nur noch. Ups. Ich will es nämlich leer machen jetzt. Ja, ich jetzt habe ich auf Benzin geguckt und jetzt bin ich irgendwie in diesen Schlangenkurven richtig weit rausgefahren. Das kenne ich. Komm bitte, Alter, lass nichts mehr passieren. Einfach nur gewinnen. Beide. Bedeutet, ich müsste auf jeden Fall, wenn Vettel keine Punkte bekommt, nee, Raikön ist auf Platz 3, ne? Nee, Hamilton. Ja, Raikön ist auf. Ach so, ja. Ja. Bottas, Raikön, Vettel, Raikön. Ich müsste auf jeden Fall an Raikön vorbeikommen. Weil Raikön ist da raus und bekommt keine Punkte, das heißt, an den komme ich auf jeden Fall safe vorbei. Mit dem zweiten Platz. Oh, er hat mir gesagt, meine Reifen sehen sehr gut aus. Ich muss mir keine Gedanken machen. Auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Freut mich natürlich zu. Das ist tatsächlich sehr schön. Ich habe leider immer noch ein bisschen Angst um mein Auto. Meine positive Nachricht hier im Rennen. Ich habe 9 Sekunden auf Hamilton. Da ist der erste Überrunder. Das wird ja jetzt witzig, auch noch überrunden. Wen willst du verarschen? Da komme ich glaube ich nicht hin. Ja, ich glaube du kommst da nicht hin. Wir haben nur noch 3 Runden, aber das ist ja richtig hässlich. Warum ist denn der da? Kann sein, dass Vettel auch komplett raus ist. Sehen auf der Karte nicht mehr, also es kann sein, ja. Bottas ist Sechster, ja. Ja, ich sag ja, so 5 kann er schaffen. Ja. Ah, naja, ist okay. Mercedes kriegt natürlich auch Punkte. Wir kriegen natürlich mehr. Ah, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann ja sogar für uns wieder so möglich. Also, die Fahrermeisterschaft zumindest für mich. So noch zu schaffen. Weiß ich gerade nicht auswendig. Müsste man nach dem Rennen mal nachschauen. Machen wir. Ob diese Ausfälle nicht schon quasi genug waren, um einfach mit erster, zweiter Platz, das ist mein erster Überrunder, das ist einfach Platz 13. Sind die anderen alle rausgefallen? Einfach, sind einfach alle anderen sind einfach tot. What the fuck? Eriksen ist Platz 13 einfach. Ich habe keinen anderen. Er lässt mich nicht vorbei. Und das auch noch in den Schlangenkurven. Wahrscheinlich ist Vettel raus, Raikön raus. Oh Scheiße. Irgendein Magnussen ist noch raus. Irgendwas anderes. Ich war gerade mit meinem Benzin genau auf 0,0. Ja. Ich fände es ganz cool, wenn ich den Spasti jetzt überhole. Weil gerade hat er mich nicht gelassen. Ich wäre fast auf ihn draufgefahren. Ja, okay, jetzt hat er hier auf der Geraden hat er sich ergeben. Sehr gut. Nicht, dass er dein Auto noch kaputt macht. Wenn es nicht von alleine kaputt geht, macht jemand anders es kaputt. Ja. Oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert. Ich habe noch ein bisschen Angst. Ich würde mich jetzt riesig drüber freuen, wenn es einfach zu Ende geht. Das Rennen. Ja, Schiedsrichter, pfeif ab. Junge, Nachspielzeit ist schon vorbei. Mach doch eine. Oh Junge, ich war gestern wieder im Stadion, hast du auf Instagram gesehen. Ey, ja, Junge, der gesehen. Schiri, ne? Ich hätte ihn fast umgebracht. Der.
da war einfach ein Foul gegen die Fürther und der liegt dann irgendwie so ungefähr, sagen wir mal, 40 Meter vom eigenen Torwart entfernt, also vom Fürther Torwart. Und der rennt halt hin, das Spiel war schon also quasi unterbrochen wegen dem Foul. Und der Fürther Torwart rennt hin und der Schiri gibt ihm einfach gelb, weil er aus dem Tor rausgerannt ist. Weil er zu seinem eigenen Mitspieler geht. Weil er gerade ultra gefoult wurde. Das. Ja, moin. Der war so dumm. Und der hat sich auch richtig auf wichtig gemacht. Jeden Freistoß hat er nochmal wiederholen lassen, weil er zu schnell ausgeführt wurde. Ah, sowas kenne ich. So richtig behindert. Der hatte richtig Bock. Doch schön, ein Schiedsrichter, der Spaß im Job hat. Richtig geil. Ich bin bei minus 0,03 Penzin. Und Perez schottet mir gleich mal Auto. Runden noch. Hallo! Hallo! Auch schon gemacht. Alter! Hallo! Alter! Ich war auf der Ideallinie und er zieht einfach rüber. What the fuck? Ist das ein Prankstar? So, letzte Runde. Ja, Paris hat mit Magnussen zusammen in diesem Rennen schon mal ein Auto. Letzte Runde. Beim Safety Car. Ja, beim Safety Car sind sie immer wild. Ja. Mein Kamera-Akku blinkt. Junge, was aber passiert wäre, hätten die mich da bei diesem einen Rennen beim Safety Car nicht getötet und so. Weißt du, ich hätte. Naja, so viele Punkte einfach. Wenn die Bots nicht Scheiße. So hässlich wären. Ich verkacke ein bisschen, ne? Wieso? Ich konnte nicht mehr einlenken in diesen Schlangenkurven. Ich bin wirklich komplett geradeaus gefahren dieses Mal. What the fuck, Alter. Solange du nicht das ja, ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich bin richtig abgebremst wie eine Sau. 18 Sekunden. Vorhin waren, glaube ich, 22. Ich habe ungefähr 4-5 Sekunden jetzt verloren. Aber 18 Sekunden, Junge. Ja, hole ich noch auf in einer Runde. Easy. Ich fahre jetzt noch langsam und safe ins Ziel. Kein Stress schieben. Ich habe 17 zu Hamilton. Das war so traurig eher, wenn mein Benzin leer gehen würde und du einfach kurz vor der Startziel an mir vorbeifährst. Solange Hamilton den nicht überholt, wäre ich dabei. Junge, der ist 38 Sekunden von mir entfernt. Was will der? Der kann gar nichts. Und jetzt fliege ich raus. Ich stelle nochmal auf Fett. Das wäre echt traurig. Stelle nochmal auf Fett für 0,04. Yes! Ich bin durch. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin fertig. Es war schon wieder komplett zu viel. Nochmal zwei Bilder machen. Und wieder applaudieren. Yes! Nice one! Boah, was ein ereignisreiches Mal wieder. Rennen. So, Pedalen. Komm, boah, ey, ich bin komplett geschafft einfach. Jetzt bin ich gespannt. Erster und zweiter. Guck mir die Siegerehrung jetzt natürlich an. Muss sein, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Rennen das ist, wo ich gewonnen habe. Auf jeden Fall ist es das dritte Rennen, wo wir Erster und Zweiter sind. Dreimal den Doppelsieg schon geschafft. Drei, so vier sogar vielleicht, ich weiß es nicht. Drei oder viermal. Puh. Das heißt, erstmal 10 Rennen. Wir haben nur noch 3, das ist das Traurige. Ja, oh. Rangliste. Okay. Was? Ich habe sogar noch einmal 5 Sekunden drauf bekommen. Ja, hast du doch nicht gehabt. Ne? Egal. Ja, ich habe aber zweimal abgesessen, 100%. Du lügst doch. Können die Zuschauer sehen, ich habe so lange in der Box gestanden immer. So, aber ich bin auf Platz 3. Junge, punktgleich bist du mit Raikön. Und ich bin 2 Punkte hinter euch beiden. Alter. Das heißt, wenn du wieder Erster wirst und ich wieder Zweiter, dann bist du vor mir. Und hoffentlich vor Raikön.
Ja, auch muss, wenn ich Erster bin, ja. Ja. Junge, dann wäre ich Dritter, das würde ich die 6-0 anziehen. Battle, 12 Punkte. 28 Punkte nur von Bottas. Das ist nicht so viel, ne? Das ist nicht so viel. Wenn du bedenkst, du bekommst 25 Punkte, wenn du Erster bist. Ja, aber es sind nur noch drei Rennen. Ich glaube, wenn er dreimal also Erster wird, also locker. Aber wenn er immer Dritter wird, ich glaube, das reicht shit. Nicht. Ferrari und Mercedes sind punktgleich bei der Konstrukteur. Junge, was geht hier ab? Wir 14 Punkte. Was geht hier ab? Alter, was ist das für ein kranker Scheiß? Das wird ein echt heftiger Finish, Leute. Boah, Junge, wir sind so weit weg entfernt von Racing Point Force India, ja. Aber wir können es jetzt schon nächstes Jahr schaffen. Aber immerhin hier Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 1 zu kommen, aber wäre natürlich noch nicht sicher. Dass, aber da können wir den ersten Platz übernehmen. Hier braucht es mindestens Junge, noch auf der Rangliste, das ist so spannend. Ne? Ich bin halt immer noch Fünfter, obwohl ich jetzt Erster geworden bin. Hab halt jetzt ein bisschen mehr Abstand zu Hamilton und bin jetzt so nah an dir dran und so nah an Raikön dran. Und wir sind allgemein ja jetzt auch näher an Bottas und Vettel hat auch verkackt. Also Junge, wenn die jetzt nochmal irgendwie verkacken, dann haben wir sowieso einen richtig guten Vorteil, wenn wir gut fahren. Ja, also Vettel und Raikön reicht, wenn wir immer vorne sind. Aber bei Bottas, ja, der muss schon... Ja, irgendwas wieder passieren. Er muss halt nicht Dritter, genau. Also der darf halt nicht Dritter. Also wenn wir Erst und Zweiter sind, dann darf der halt nicht Dritter werden. Ist es aber auch noch möglich. Dafür müssen halt wir gut fahren. Ja. Dafür müsst ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.